Ist es der? Wie heißt der? Lee Mace. Guten Tag, Runner. Was kann ich für Sie tun? Es ist sehr wichtig. Geben Sie mir Hydrosin und Carboxurid. Aber natürlich, man hat mir schon mitgeteilt, ein Bote würde diese Medizin abholen. Leider gibt es da noch ein kleines Problem. Nicht das auch noch. Was für ein Problem gibt es denn? Hydrosin haben wir in Massen, aber Carboxurid ist uns vor kurzem erst ausgegangen. Die neue Lieferung wird erst am Ende des Monats erwartet. Das ist eine Katastrophe. Wissen Sie, wer noch Carboxurid besitzen könnte? Ich fürchte, außer uns führt nur noch Protopharm dieses Produkt. Es sei denn, wartet. Carboxurid wird von den Elfarid hergestellt. Sie haben sicher noch mehr davon. Versuchen Sie es dort einmal. Wollen Sie das Hydrosin trotzdem? Wenn es nicht anders geht, dann nehme ich zuerst einmal das Hydrosin. Vielleicht hilft es ja schon. Danke. Ich muss mich beeilen und wieder zurück zu Next. Auf Wiedersehen. Sie sind doch von Next, nicht wahr? Ich wollte nur noch sagen, dass Protopharm wie verrückt Next-Aktien kauft. Aber da wissen Sie wahrscheinlich, das wissen Sie wahrscheinlich schon. Viel Glück. Ich wittere eine Verschwörung. Meine Kinderchen. Und Verschwörungen sind stets nie etwas Feines. Also man spinnt sie selbst. Nee, doch nicht. Ich schweife schon wieder mal ein bisschen ab. So. Ich würde jetzt aber am liebsten heimlich ein bisschen Knollensaft trinken, aber ich glaube, das käme nicht so gut an. Deswegen warte ich mal damit, bis die nächste Mission vorbei ist. Beziehungsweise diese Mission, dann trinke ich mal heimlich ein Stückchen. Man braucht hier wieder etwas Kraft. So, muss ich jetzt wieder zu diesem Kerl? Achso, ich muss erst zu Almachim. Okay. Nach Elfarid. Und zum Glück habe ich in der letzten Aufnahme mit der Panzerfahrt auch schon dafür gesorgt, dass ich den GR dort bekomme. Man muss immer einen Plan parat haben. Regel Nummer 6. Ist zugleich eine der besten Regeln oder sogar die beste, aber auch zugleich die gefährlichste. So. Sind wir auch schon wieder Plaza 1. Ja, jetzt, wo es langsam später wird, da kommen dann noch ein paar mehr Spieler dazu. Ist ja zum Glück ein internationaler Server. Und da ich Deutsch und Englisch recht gut kann, also Deutsch natürlich besser, ist ja klar, ist ja meine Muttersprache. Und Englisch habe ich so ein bisschen in der Schule gelernt, also ich weiß mich durchaus auszudrücken. So. So. Ich weiß mich ja durchaus auszudrücken, also ich kann mich im Spiel auch ganz gut verständigen. Aber, um mal auf die deutsche Sprache zurückzukommen, es gibt ja leider noch kein deutschsprachiges Wiki, beziehungsweise gab es bis jetzt noch nicht. Ich werde in Kürze mal ein bisschen Werbung machen und dann werde ich euch was zeigen. Vielleicht gefällt euch das ja. Es ist im Moment noch im Aufbau und lasst euch überraschen. So. Elfarid, haben wir gesagt. Elfarid Village, da will ich hin. Wunderbar. Jetzt muss ich gucken, wo steht der Almachim. Zuletzt stand er da auf dem Dach. Als er dann wie durch Zauberhand von irgendetwas umgelegt wurde. Da ist er ja. Er steht immer irgendwo anders. Willkommen in unserem Dorf, Runner. Es ist selten, aber ab und zu verirren sich doch einige Stadtmenschen zu uns. Meistens haben sie jedoch ein Anliegen. Was ist das eure? Ihr habt erraten, dass ich mit einem Anliegen komme. Es ist sehr dringend und das Leben einer wichtigen Person hängt von meinem Erfolg ab. Der ganze lange Weg, um einen Stadtmenschen das Leben zu retten? Nun, das ehrt euch. Ihr nehmt erst einmal einen Schluck. Keine Angst, es ist nur Alkohol. Hier in der Wüste funktionieren viele Stadtregeln nicht so, wie sie sie kennen. Stadtmenschen erkranken an ihrem hektischen Leben und doch mahnen sie weiter und weiter. Ihr Leben bedeutet ihnen nichts und doch weinen sie, wenn ein
eine Ihnen nahestehende Person stirbt. Könnt ihr mir das erklären? Aber hier in der Wüste, wo der Wind mit dem Sand zusammen eine tödliche Gefahr birgt, hier, wo der Skorpion sein Opfer sucht, hier gelten andere Regeln. Wenn ihr hier etwas erreichen wollt, dann müsst ihr Geduld haben. Also, was ist euer Anliegen? Ich benötige dringend das Produkt, das sich Carboxorid nennt. Es ließ sich nirgends sonst auftreiben. Man sagte mir, dass es hier hergestellt wird. Carboxorid? Es wundert mich nicht, dass es rar geworden ist. Letztes Jahr wurde die Produktion dieses Stoffes eingestellt. Was im Moment noch kursiert, ist der Restposten. Seht, der Stoff wird ursprünglich aus dem Kaktus gewonnen und wirkt in der reinsten Form wie eine Droge. Jedoch in angemessenen Portionen kann er einen Patienten aus dem tiefsten Koma erwecken. Aber es gibt ein paar Nebenwirkungen, weswegen die Produktion eingestellt wurde. Eine der Nebenwirkungen ist spontane Mutation. Die Produktion eingestellt? Das ist doch Wahnsinn, und das nur wegen ein paar Mutationen. Ich weiß nicht, wie die Stadtmenschen denken. Wenn man einen Elfarit fragen würde, ob er lieber mutiert sein möchte oder tot, dann wäre er mit Sicherheit den Tod. Es wäre ein unwürdiges Leben als Mutierter. Die Würde, die jeder mit sich trägt und die auch seinen Körper ausdrückt, wäre zerstört. Die Reinheit des Geistes vergiftet. Ich möchte gar nicht an euren Traditionen oder Werten rütteln. Ich möchte einzig und allein dieses Mittel. Dass ihr unsere Werte in Frieden lasst, spricht für euch. Ja, wir haben den Stoff selbst nicht mehr, aber wir besitzen noch die Blueprints, die wir für die Produktion benutzt haben. Davon können wir euch einen überlassen. Na bitte, genau diese brauche ich. Nicht so hastig, Runner. In der Wüste wird einem nichts geschenkt. Jedoch scheint eure Geschichte euch selbst sehr viel abzuverlangen. Hier habt ihr den Blueprint. Erstellt daraus das dringend benötigte Carboxorid und eilt euch. Das Leben eines Menschen kann sehr zerbrechlich sein. Hab Dank. Ich stehe in eurer Schuld. Ich muss mich nun aber wirklich sputen. Dann eilt euch. Eilt zurück hinter die sicheren Mauern eurer Stadt. Hey, danke, Almarim, dass mir das Ding... Ups, Kaktus, der tut weh. Dass mir das Carboxorid das Blueprint gegeben hast dazu. Halt, ich möchte hier rauf. So. Gut. Und gleich mal hier wieder zurück. Muss ich jetzt da echt einen Konster oder was suchen? Tatsächlich, ich muss einen Konster dafür auftreiben. Was mache ich denn jetzt? Das wird jetzt nicht so leicht. Gut. Was hat denn das Ding eigentlich für Tech-Level? Jetzt gar nicht dabei. Aurelium und Solantium brauche ich. Dann kaufe ich das mal schnell, obwohl vielleicht finde ich hier was in den Kisten. Man weiß ja nie. Nein. War ich hier? Hä? Was war das? Nein, wieder Meritium. Was will ich mit Meritium? Immer noch Holz. Was? Mist. Familie. Geht gar nichts. Also gut, dann kaufe ich es halt schnell. So eine verkrustete Ware will ich auch nicht unbedingt benutzen. So. Muss ich hoch zum Crichtons gehen. So, wo sind die Chemicals? Hier, was haben wir gesagt? Aurelium und Volantium. Ah, 40 Credits. Das ist ja zum Glück nicht so viel. Zwinke, zwinke. So, jetzt bleibt nur noch ein Konster. Einen Konster. Was machen wir denn da?
So, ich mache mal eine Anfrage im Chat. Hoffentlich finde ich auch gleich einen. So, wollen wir hoffen, dass sich auch gleich einer meldet. Komm. Na los. Ein Konster hier. Oder muss ich echt selbst Hand anlegen? Ei. Um hoffen, dass ich glaube ich was tut. Ich hasse es, auf einer Bank zu sitzen. Ich hasse das. Gibt nichts Schlimmeres. Wenn man hier die Namen da gerade sieht, der ist gerade weggeploppt. Schnitzelklopfer. Wie kann man sich nur Schnitzelklopfer nennen? Na gut, mein Name ist auch nicht unbedingt besser, gebe ich gerne zu. Deswegen, die Leute sollen halt machen, was sie wollen, aber naja, ist halt so eine Sache. Hoffentlich kriege ich jetzt bald meinen Konster, ich brauche dringendst einen Konster. Oh Mann, ich brauche doch nur ein Konster. Hilfe! So eine Scheiße! Okay, hier ist echt kein Konster im Moment. Dann muss ich improvisieren. Dann machen wir das so. Dann gehe ich mal in das spezielle Apartment von mir. So, und ich melde mich mal gleich zurück. Bis dahin.